Floll. Hallo Freunde der Gurken. Bevor es nächste Woche in der Videoreihe zu besonderen Kräutern und Gemüsepflanzen mit den Rühlemann-Sachen weitergeht, stelle ich euch hier im Video erstmal eine besondere Gemüseart vor. Es ist die mexikanische Mini-Gurke. Ich war in der Gärtnerei, wie schon gesagt, und habe mir das mitgenommen, habe mir nicht so viel gedacht und bin aber trotzdem recht begeistert davon. Und zwar ist einfach aktuell die Situation, ich habe unten mit den Nachbarn ein Hochbeet gebaut, haben da ganz viele Tomaten und Snackpaprika reingeballert und ich wollte halt irgendwie was Besonderes noch haben und habe mir deswegen diese mexikanische Mini-Gurke auch gekauft und möchte die einfach mit ins Hochbeet pflanzen. Die Früchte sind fantastisch, schauen fantastisch aus. Die schauen so aus wie kleine Wassermelonen, schmecken aber knackig und haben ein gutes Aroma nach Gurke. Melotria scabra, so heißt die Pflanze botanisch, kommt ursprünglich aus Mexiko und Venezuela und ist deswegen bei uns nicht winterhart und kann nur saisonal angepflanzt werden. Es wird empfohlen, die mexikanische Mini-Gurke nach den Eisheiligen zu pflanzen. Wie man jetzt hier vermuten kann, ist es eine Kletterpflanze, die eher so, wie es jetzt auch hier zu sehen ist, so gurkenartiges Laub hat. Sie wird recht groß, bis zu 2 Meter. Ich möchte sie aber nicht im Hochbeet als rankende, kletternde Pflanze haben, sondern möchte sie am Rand des Hochbeets pflanzen, um sie dann so kaskadenförmig am Rand des Hochbeets runterhängen zu lassen. Ich werde sie nach der Videoaufnahme heute mal pflanzen draußen und wenn das Video erscheint, sind eigentlich 3 Wochen vergangen. Ich kann euch dann jetzt kurz mal einblenden, wie der aktuelle Stand der Dinge ist, wie sie sich jetzt so entwickelt hat bis zu diesem Zeitpunkt. Die Blüten der mexikanischen Mini-Gurke sind recht klein, die werden nur so 1 Zentimeter groß und werden dabei halt von Insekten bestäubt, wie ihr jetzt hier so eingeblendet seht, gehen da auch Bienen dran und bestäuben auch euch die Mini-Gurke. Die Früchte werden dann im Laufe des Sommers reif, die werden so bis zu 3-4 Zentimeter groß und wenn die Pflanze an einem sehr guten Standort steht, dann produziert die auch ordentlich Früchte. So können von einer guten Pflanze an einem guten Standort mehrere hundert Früchte geerntet werden. Ein guter Standort für die Mini-Gurke bedeutet volle Sonne, gute Wärme, auch Hitze und aber ein gewisser Winterschutz und aber auch gleichzeitig genügend Feuchtigkeit und Nährstoffe. Und mein Ziel ist es einfach, diese Mini-Gurken über den Sommer hinweg zu snacken. Wenn es dann doch mal zu viel wird, kann man sie klein schneiden und in Salate geben. Oder, was vielleicht eine Sache ist, die ich ausprobieren will, kommt darauf an, wie viel es dann wird. Man kann die Mini-Gurken auch so wie saure Essiggurken einlegen, indem man einen Sud kocht, die dann in so ein Glas packt und dann den heißen Sud drüber kippt. So als Einlegemethode. Weiß ich nicht, ob ich es mache. Kommt ein bisschen auf das Wachstum drauf an und auf die Fruchtanzahl. Jojojo, und das war mein Video zur mexikanischen Mini-Gurke. Ich bin immer wieder begeistert, was da Blut teilweise rausklatscht an Besonderheiten, wo man sich halt denkt, das ist ja so cool. Die Nachbarn haben einen kleinen Sohn. Und gerade für den zum Snacken so im Sommer, das ist doch idealerweise, da kann sich dann das runternehmen und ich finde das top. Und wenn ich dann auch noch ein paar Gurken bekomme, dann ist es für mich umso schöner. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich wünsche euch eine schöne Zeit, haut's rein, das war's vom Video, macht es gut, tschüssi.
BVB. Heyo BVB. Heyo, heyo, BVB.